Gernot, am Freitag steht das nächste Spiel an. Wie ist die Mannschaft drauf und wie läuft die Vorbereitung? Vorbereitung läuft gut bis jetzt. Wir haben ja ein bisschen ein Problem, weil wir mit Stürmer momentan nicht so gesegnet sind. Ja, der Philipp ist ja verletzt, wie es bekannt ist. Der Paul hat ein bisschen Rückenprobleme, deswegen hat er im letzten Spiel nicht eingewechselt werden können. Ja, aber wir werden trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz kriegen und versuchen gegen Innsbruck natürlich alles wieder rauszuhauen. Auf jeden Fall besser als wir hoffentlich jetzt Oberösterreich schon ist, weil das war nicht so das, was wir uns vorstellen. Warum nicht? Ja, vielleicht ein bisschen Müdigkeit, ja, vom Kopf her schon, aber brauchen uns da nicht irgendwas erzählen, sondern es haben ein paar Dinge nicht so funktioniert, wie wir das erwartet haben. Aber die Jungs haben, ich kann jetzt vom Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, kann ich nichts vorwerfen. Aber wir müssen einige Dinge ein bisschen halt wieder versuchen zu verbessern, wie es schon mal gemacht haben gegen Ried, dass wir wieder aggressiver werden gegen den Ball. Ja, und dann glaube ich, dass das durchaus eine gute Richtung nimmt. Mhm. Wacker Innsbruck ist ein Gegner, der uns im Herbst nicht unbedingt gelegen ist. Ist das eine Kategorie, in der ein Trainer denkt, Mannschaft liegt uns nicht? Nein, gar nicht. Also ich freue mich wieder auf einen guten Gegner. Wir wissen natürlich, ja, das ist momentan Dritter, auch zu Recht da oben. Spielen eine sehr, sehr gute Runde bis jetzt. Junge Mannschaft, aggressive Mannschaft. Ja, da hast du wieder voll dagegen halten. Und das abzurufen, was wir auch schon gezeigt haben, gegen Lustenau zu Hause, gegen Ried zu Hause. Aber ja, es ist wieder ein nächstes Spiel für uns, ja, wo wir gewisse Sequenzen sehen wollen, beziehungsweise auch gewisse Dinge vielleicht wieder verändern. Du hast einige Spieler schon angesprochen, Philipp Smoljan, Paul Kiedl. Gesundheit in der Mannschaft, dieses Stichwort, wer steht uns noch nicht zur Verfügung? Thomas Zündl steht noch nicht zur Verfügung, trainiert auch noch nicht. Wir werden aber trotzdem auf die Spieler setzen, die uns auch nächstes Jahr begleiten werden. Und wie schon jeder weiß, Philipp Wendler wird uns verlassen im Sommer. Ja, deswegen werden wir trotzdem auf die Jungen dann zurückgreifen, auch was wir noch im Kader haben, weil sie sich absolut verdient haben, auch dabei zu sein. Und sie haben bis jetzt die Sache sehr, sehr gut gemacht. Aber deswegen ist man auch nicht bange davor, irgendwie, ja, weil wir jetzt da keinen Stürmer haben, wir werden uns einen Stürmer basteln, der hoffentlich auftreffen wird. Wie schaut jetzt die letzten Trainingseinheiten vor dem Spiel aus? Also wir sind gestern eingestiegen wieder mit zweimal Training. Also das war Dienstag mit zweimal Training, Vormittag und Nachmittag mit Krafteinheiten. Wird sie heute wieder weiterziehen, ja, dass wir eine intensive Einheit haben, morgen genauso und am Freitag ins Spiel gehen. Wir spielen dann, am Wochenende geht es durch, Samstag, Sonntag Training, Montag Training, Dienstag Spiel, Mittwoch Training, Donnerstag und Freitag und dann Samstag wieder Spiel gegen Dornbirn. Also ist eigentlich ein nackiges Programm. Viel Spaß dafür. Vielen, vielen Dank.